wonderful day for labor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in the sweetie wind, a neighborly day for beauty. Would you be mine? Could you be mine? Kind mit der Scheinwelt des Varietés der Bühne konfrontiert waren. Sie so klein, ihre Augen so groß. Und dann später, als Erwachsene. Eine rote Nase haben sie gemalt bekommen oder ein silbernes Sternchen an die Wange geklebt. Sie fanden es eigentlich saublöd. Aber sie waren so gefangen vom Zauber der Poesie, dass sie die harten Holzbänke, auf denen sie gesessen haben, total vergessen haben. Denn es ist die wunderhafte Zauberwelt der Poesie, die uns gefangen nimmt. Wie die Welt des Seifenblasenpoeten. Shut up.
Mysterien, Manfredo Muerte! Aus dem Artistenmuseum der König der Mysterien, Manfredo Muerte. Museum Manfredo Muerte. Ein historischer Moment ist gewesen, als erstmals mit diesen Requisiten hier gezaubert wurde. Ganz, ganz normale Gegenstände, die auf einem Zauberkongress für Furore gesorgt haben. Zauberkongress. Sie werden sich ein bisschen fragen, was ist das? Das ist wie bei Versicherungen, jedes Jahr so ein Treffen, nur eben mit Zauberern. 1500, 2000 aus aller Welt, die treffen sich. Und alle drei Jahre gibt es ein Welttreffen der Magier. Die Fédération Internationale Société Magicienne, kurz FISM. Die treffen sich, machen einen ganz großen Aufwand, haben eine schöne große Gala, haben eine Messe und sitzen dann eben da im Publikum, so wie Sie jetzt, die ganzen Zauberkollegen, gucken, was auf der Bühne passiert und beurteilen das. Kann ich auch. Ganz einfach. Euch oder die Haare, viel besser. So sitzen sie dann da, das ist eigentlich ziemlich ätzend. Aber 1970 in Amsterdam, beim FISM-Kongress, gab es einen ganz großen Moment, denn plötzlich waren die Magier alle vollkommen erstaunt. Weil ein Kollege aus Texas, Walter Zaney Blaney, einfach nur zwei Böcke auf die Bühne gestellt hat und ein Brett draufgelegt hat,
um erstmals die schwebende Dame vorzuführen, nicht mit seiner Assistentin, sondern mit einer Dame aus dem Publikum. Jemand aus dem Publikum durfte schweben. Ein großer Moment. Ich werde das jetzt alles noch so ein kleines bisschen verändern. Ich habe so ein kleines Teil, so ein kleines Laken, damit es ein bisschen weicher wird. Das hatte Walter Sandy-Bane nicht. Das hole ich mal eben. Da. Das lege ich da einfach mal drüber, dann wird es etwas weicher und bequemer. So. Tja, das war schon alles. Und dann hat er sich eine Dame aus dem Publikum gesucht. Und nun weiß ich natürlich, dass in diesem Saal fast jede Dame wahnsinnig gerne auf diesem schmalen Brett liegen will. Von daher muss ich leider eine kleine Maßnahme ergreifen. Sie darf nicht zu groß sein, zum Beispiel. Wenn die Dame zu groß wäre, würde der Kopf hier hinten rüberragen. Das sieht einfach nicht schön aus. Ist auch unbequem und das ist es nicht. Die Dame muss schon genau ins Brett passen, das ist wichtig. So. Schauen wir mal, wer passt. Die schwebende Dame. Der ist für dich. Kleine Mädchen freuen sich da sehr drüber. Du jetzt nicht so. Ich habe dich auch noch etwas leichter eingeschätzt eigentlich. Das ist okay. Nee, das funktioniert eigentlich schon. Was machen wir da jetzt? Glaubst du, dass ich dich hypnotisieren kann? Weiß ich nicht, ja. Okay. Schade.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr, meine Damen und Herren. Und willkommen zu Phänomenale Fantasten. Ich möchte Ihnen auch heute einige fantastische Phänomene präsentieren. Als erstes das Phänomen der Pyramide. Die Pyramide, die ja bereits die Kräfte der Pyramide sind, weil sie sind eine besondere Kraft, die Pyramide hat in der Zeit, in der die Pyramide gewirkt hat, denn schon russische Wissenschaftler haben im Zweiten Weltkrieg Nachforschungen angestellt. Ostsoldaten haben in ihrem Marschgepäck kleine, circa 20 cm hohe Pyramiden aus Pappe transportiert, um damit ihre Rasierklingen zu schaffen. Über Nacht stellten sie die Rasierklingen unter die Pyramiden und am nächsten Morgen waren die Klingen so scharf wie zuvor. Unglaublich! Aber unser erster Gast kann Ihnen dazu einiges demonstrieren. Begrüßen Sie mit mir Dr. Magnus Myrthe. Dr. Magnus Myrthe in Phänomenale Fantasten. Willkommen! Guten Abend, Herr Dr. Myrthe. Die Experimente der Ostwissenschaftler können Sie bestätigen. Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Es ist also wahr. Herr Dr. Myrthe hat eine handelsübliche Cola-Dose vorbereitet. Bitte zeigen Sie die Cola-Dose. Sie ist vollkommen unpräpariert. Mit menschlicher Kraft hat Dr. Myrthe die Dose zusammengepresst. Und die Kraft der Pyramide soll nun die Dose in ihre ursprüngliche Form retransferieren. Eine Pyramide aus Plexiglas. Ein Material, das ja die Magnetstrahlen der Erde weit besser konzentriert als Pappe. Bitte verhalten Sie sich total ruhig. Transferiert. Unglaublich! Jetzt zeigen Sie die Dose den kritischen Augen unseres Publikums. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde, ich würde es nicht glauben. Eine Tatsache, die sicher in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Zum Beispiel beim esoterischen Recycling von Weißblechmaterial oder in der Unfallchirurgie. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke sehr. Ein weiteres Phänomen, das die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt, ist der Yeti. Der sagenumwobene Schneemensch, dessen Existenz vor allem in großen Alpenregionen wie dem Himalaya gerätselt wird. Unserem Zuschauer Uwe K. aus Ennepetal ist mit eigenen Augen ein eindrucksvolles Beweisfoto gelungen. Sehen Sie hier erstmals den Yeti. Damit
sind doch unseriöse Wissenschaftler und Zweifler mundtot gemacht. Den Yeti gibt es wirklich. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen Dank. Unser nächster Gast kommt aus Amerika zu uns. Ein Mann, in dessen Adern scheinbar anstelle von Blut Strom fließt. Zum Beweis reiche ich Ihnen einige Gegenstände in das Publikum. Nehmen Sie bitte diese Fackel. Sie ist vollkommen unpräpariert. Achtung, sie ist bereits mit Benzin getränkt. Bitte nehmen Sie die Neonröhre und überzeugen Sie sich, dass sie vollkommen unpräpariert ist. Unser Gast aus Amerika. Der Mann, in dessen Adern anstelle von Blut Strom fließt. Jason McDarklight. Reichen Sie mir bitte die Fackel. Sie können bestätigen, dass die Fackel vollkommen unpräpariert ist. Guten Abend. Sie haben es gehört. Die Fackel ist unpräpariert. Und die Fackel brennt. Bitte halten Sie die Fackel direkt vor dem Mann, in dessen Adern anstelle von Blut Strom fließt. Nur mit der Kraft seiner Fingerspitzen wird er die Fackel entzünden. Unglaublich. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist also wahr. Bitte reichen Sie mir die Neonröhre. Und sehen Sie, die Hände sind vollkommen unpräpariert. Vielen Dank. Sie waren eben noch größer. Auch das die unendliche Kraft des Hier und Jetzt. Und sehen Sie nun, wie Jason McDarklight die Neonröhre mit der Kraft seiner Finger zum Leuchten bringt. Und die Neonröhre leuchtet. Leuchtet! Ein fantastisches Phänomen. In phänomenale Fantasten. Der Mann, in dessen Adern Strom statt Blut fließt. Den Yeti gibt es wirklich. Und Pyramiden haben heilende Kräfte. Impressionen aus dem Morgenland. Der Orient auf dieser Bühne. Mahmoud Muerte. Nach.
Hola, Mucki Bubze, Bier, die haben nicht recht. Ich hab Ejorte, Mann, die haben echt hübsch hier treffen können. Nicht schreibt, Chim, Chintram, Sat, Mucki Bub, Chill, Ane, Frau Eduard, Zirken, Ketterer, Ne, Ifetsch, Chintzere, I, ich hab ihr Is, Chintzü, Ek, Okkü, Chin, Art, Is, Ne, Etra, Fim, Chin, die haben nicht. Nach Hallis, Moram, nach Hallis, Chin, Etra, F, Sat, Mucki Bub, in der Lokus, Gnidup, Nesse, Is, Ne, Ne, Is, Rap, Reit, Ne, Niam, Et nöckche, hi summera et necknes ak oi un, et flera et jastra et ne, is ne nöckne he xwa, ne lof is nef, is chen tramsat. Che hetschre i, et er, omi se chen schmock en hüppit fua, se mok se sat, omi se ze ara rotem, ara sorg, ni ara sorg, mucki wuk, se nisch. Ja. Es scheint jetzt hier so ein bisschen Kommunikationsprobleme zu geben. Aber es liegt ganz einfach daran, dass er nur rückwärts spricht. Und das ist Bernhard Wolf. Hola. Hola heißt Hallo. Das heißt, ich kann mal so ein bisschen versuchen zu übersetzen, was er Ihnen auf rückwärts erzählt. Mucki Bub satze, sabil, zernöst. Er sagt, das Publikum, Mucki Bub, das sind Sie, sei lieb und sei wunderschön. Ne ba etjochim etjom ne listra etjeschek ich hab alle drei. Oh ja, und er findet sie sogar so lieb, dass er bereit ist, ihnen zu erklären und zu erzählen, wie es dazu kam, dass er ausschließlich rückwärts spricht. Raff jeslat nix sen jai so raff no. Es ging los, als er ein ganz kleiner Junge war. Je nit ne raffek elusch it ne supplusch mit dem mur. Und er ist mit dem Schulbus zur Schule gefahren und wieder zurück. Jeden Tag. Murp, murp, murp. Brumm, brumm, brumm. Ich hab alle Hesek esatra et nachtlistra usat. So kam er dann auch jeden Tag am Ortsschild vorbei. Ich hab alle Hesek Frotzlekotz. Da drauf stand Stockelsdorf. Frotzlekotz! Frotzlekotz! Rückwärts Stockelsdorf. Frotzlekotz. Frotzlekotz. Das fand der kleine Bernhard ganz toll. Frotzlekotz. Hat sich riesig amüsiert, ja. Fortan drehte er durch. Reiber nun, hier haben, nimm Rebsgesetz rein, ja. Ist nicht reif, wenn ich rein, wenn ich gepissen hast. Ich treffe Neckar mit Fergeberi, hocken ja meinen Tim. Nun Necker treffe Fergeberi. Er hat inzwischen seine Gehirnwindungen so weit trainiert, dass er in der Lage ist, sich spontan Begriffe zu merken, und zwar gleich 20 Begriffe, die Sie ihm zurufen und die er in seinem Hirn abspeichern wird. Sia Wipsla, Reifnekor, Bdinatnotnia. Damit Sie dann auch wirklich kontrollieren können, dass das, was er spricht, rückwärts ist, haben wir hier ein Tonbandgerät, das das später beweisen wird. Und ganz wichtig, damit Sie die Begriffe, die Sie gleich nennen, auch noch einmal nachlesen können, kommen zwei Tafeln auf die Bühne, die freundlicherweise Manuel Muerte hier auf der Bühne platziert. Dann kann ich hier die ungeraden Begriffe notieren und Manuel Muerte auf der zweiten Tafel auf der anderen Seite der Bühne die geraden Begriffe. Sie können Begriffe nennen, die Ihnen jetzt spontan durch den Kopf gehen, ganz egal was. Zum Beispiel Banane. Oder Kirchenorgel. Oh, wirklich, das ist phonetisch vielleicht ganz interessant. Wenn man Otto rückwärts sagt, dann muss ich das so anhören wie Otto, weil nur dann ist es nachher andersrum abgespielt wieder Otto vorwärts. Oh. Also so ist es phonetisch richtig rückwärts, Otto. Begriff Nummer 1. Hofapotheke. Die Hofapotheke. Eigenwerbung an dieser Stelle. In welcher Straße ist sie denn? Oh. Hofapotheke. Generalfeldmarschall. Ah ja, toll. Ja, das musst du nicht drauf eingehen, mein Gott. Der Mann hat doch nur einen normalen Eintritt bezahlt. Begriff Nummer 1, die Hofapotheke in der Generalfeldmarschallstraße. Eine der erfolgreichen Apotheken in Dortmund.
Sirgit Pergamon. Begriff Nummer 2. Yes. Blumentopf. Der Blumentopf. Manuel Marte notiert Begriff Nummer 2, den Blumentopf. Ja. 3. Bilderrahmen. Der Bilderrahmen ist Begriff Nummer 3. Begriff 4. Bruttosozialprodukt. Das Bruttosozialprodukt ist Begriff Nummer 4. Sorg ist Trudeau-Leisost. Na los. Eine Nachfrage von Bernhard Wolf. Studieren Sie noch oder sind Sie da irgendwie drin involviert oder wie kommen Sie darauf? Es ist mir eingefallen. Das ist schön, ja. Begriff Nummer 4. Ramon. Nummer 5. Luna Varieté. Das Luna Varieté. Begriff 6. Liebe. Liebe. Begriff Nummer 6, die Liebe. Das fiel ihm bestimmt bei Fahr ein. Begriff Ramon Abis. Die 7. Plebsbüttel. Plebsbüttel. 7 Plebsbüttel. Ramon Tra. Begriff 8. Taubenzüchterverein. Begriff Nummer 8, der Taubenzüchterverein. Ramonian. Paradontose. Vielleicht hat er die Feldapotheke irgendwas gegen oder die Hofapotheke in der Generalfeldmarschallstraße. Paradontose ist die 9. Begriff Ramon. Nies. Begriff 10. Rheinschifffahrtsgesellschaft. Begriff Nummer 10. Sympathische Menschen hier in Dortmund heute Abend. Rheinschifffahrtsgesellschaft. Können wir die Dame noch einen Moment im Spot behalten? Die hat gesagt, Rheinschifffahrtsgesellschaft. Begriff 11. Tonbandgerät. Das war gestern die 15. Tonbandgerät. Und Begriff Nummer 12. Spazierstock. Spazierstock. Begriff Nummer 12, der Spazierstock. Begriff 13. Emscherquelle. Wie bitte? Emscherquelle. Das ist lieb von dir. Schack. Wenn es das jetzt nicht gibt, dann gibt es Ärger. Emulsion. Emma. Ich finde es nicht. Können Sie mal kommen, kurz? Es gibt keine Emscherquelle. Ich schreibe einfach mal Wellenbad. Wellenbad. Ist Begriff Nummer 13. Na, ist reif. Dekoration. Die 14. Dekoration. Na, ist friff. Sumpfdotterblümchen. Natürlich. Nummer 15, das Sumpfdotterblümchen. Oh. Nice, yes. Stelzenläufer. Begriff 16, der Stelzenläufer. 17. Eukalyptusbonbon. Hustenpastille. Eukalyptusbonbon. Begriff 18. Segelschiff. Das Segelschiff ist Begriff Nummer 18. Die 19. Ich hab schon. Begriff Nummer 19. Ich hab schon.
Völker von Mund. Und Begriff Nummer 20. Ich auch. Begriff Nummer 20. Ich auch. In diesen Kopf gehen diese 20 Begriffe nun hinein. Und während Sie die Begriffe ablesen können, wird Bernhard Wolf sie halt nur aus seinem Gehirn abrufen. Das heißt, Manuel Moerte verbindet Bernhard Wolf die Augen. Ich erkläre Ihnen inzwischen die Funktion dieses Tonbandgerätes. Es wird nun das, was er sagt, durch das Mikrofon in die eine Richtung aufnehmen, ganz normal. Wenn Bernhard danach den Knopf drückt, wird das Band in die andere Richtung ablaufen und abspielen, was jetzt aufgenommen wird, sodass Sie also kontrollieren können, dass das, was er jetzt spricht, wirklich Ihre Begriffe sind, nur eben rückwärts gesprochen. Falls Sie rückwärts mitlesen wollen, er beginnt bei Begriff Nummer 20 und dann über die 19, über die 18 zur 1. Das Band läuft. Hua, je, no, spa, je, fish, leg, is, nop, nop, so, öl, ah, ja, aifjol, nest, lepch, nech, mühl, senjal, nia, Nost aru eb ab melev a et o elev a eschme ochts ist ach erek nap no ne sekra f che eb a ne so not orod Njara F, a just neb ua, leh öb zbel, od or, lachs os od ur, et iraf anul, Nemar aed lib, ezav nemul, et echt uch a fo, st ob eb net obs, st ob ajuht nesil, nämlich nicht ne zivil wand ne nach ork extrem ur a etra öv rai nere no ne mad en jam nun no nani ustrav ur a herbsche flav drachen rai zu emanian ola. Hallo, mein Name ist Bernhard Wolf. Ich spreche rückwärts zu Ihnen. Und nun, meine Damen und Herren, Ihre Wörter rückwärts gesprochen. And now, ladies and gentlemen, listen to your words, spoken backwards. Hof, Apotheke, Blumenvase, Bilderrahmen, Lunafarbe. Protos
Sozial Produkt Plebs Möppel Taubenzüchter Verein Neurodontose. Den habe ich vergessen. Tonbandgerät. Spazierstock. Emscher Quelle oder Wellenbad. Dekoration. Ein kleines Blümchen. Stelzen. Läufe ab. Eukalyptus. Bon, bon. Segelschiff. Ich hab schon. Ich auch. So ein bisschen der Test, ob Zauberkünstler im Publikum sind heute. Denn die reagieren immer ganz besonders, wenn ich ihnen das hier zeige. Versuch's mal. Keine Zauberer. Die Zauberkünstler sind dann immer dabei, so auszuatmen. So. Ah, denn sie kennen die Geschichte, die sich hinter dieser Maske verbirgt. Das ist eine Legende. Das ist die Originalmaske. Ich habe auch das Originalkostüm an und zwei weitere, ganz wichtige Requisiten, die ich Ihnen auch gleich vorstelle, denn ich möchte versuchen, in die Rolle dieser Figur hier zu schlüpfen. Dieser Figur, von der niemand weiß, wer sie eigentlich war. Sie ist nur als Legende bekannt. Das ist die Legende vom Mann mit der Maske. Im 18. Jahrhundert ist der Mann mit der Maske auf die Marktplätze gegangen und hat getan, wovon wir heute immer noch träumen. Geld gezaubert und es dann verschenkt an die Bedürftigen, an die Armen. Einfach so. Und dann ist er jeweils unerkannt wieder verschwunden. Natürlich haben sich alle gefragt, wer könnte das gewesen sein? Und man vermutet, dass es ein Adeliger war oder vielleicht jemand aus einer königlichen Familie. Auf jeden Fall natürlich jemand mit sehr viel Geld, der sich auf diese anonyme Art vielleicht drei Wünsche erfüllt hat. Erstens. Er hat Gutes getan. Er hatte viel Geld, hat es verschenkt, was absolut nicht üblich war für seinen Stand. Zweitens, er hatte die große Leidenschaft zu zaubern. Das war nun ganz und gar nicht standesgemäß, sondern war eher dem Scheiterhaufen nahe als ein großer Erfolg. So anonym hinter der Maske konnte er es tun, zaubern. Und drittens, er wurde zur Legende. Denn bis heute hat niemand herausgefunden, wer er war. Der Mann mit der Maske. Das Kästchen, dessen Geldsegen nie versiegt. Stop.
hinter der Maske steckte. Vielleicht erfahren Sie es mit ein ganz klein bisschen Glück, denn Sie haben gesehen, da ist er gerade rausgegangen. Wenn Sie ganz schnell hinterhergehen und nochmal schnell drunter gucken unter die Maske, können Sie das Rätsel vielleicht lösen. Der Zeitpunkt ist günstig, denn wir machen jetzt Pause. 20 Minuten. Bis gleich.